What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Und heute sind wir wieder unterwegs mit unserer lieben Claudite, mit der Claudette, Freunde. Und ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtig. Erstens habe ich schon wieder eine Nurse, und das ist ja wieder mal eine Freude. Und zweitens möchte ich mich nicht gleich an einen Generator setzen, denn ich habe einen Insta-Chen mit. Und jetzt kommt sie natürlich genau in meine Richtung. Und natürlich möchte ich den Insta-Chen hier nicht komplett umsonst verbrauchen. Also warten wir mal, bis die hier weg sind. Perk-mäßig habe ich dabei Borrow Time, den lieben D-Strike habe ich eingepackt, Unbreakable und Self-Care. Oh. Konzentration, Freunde, Konzentration. Der erste hat mir gar nichts gegeben, hey. Okay. Also, Ruin ist mit dabei von der Killerin. Ja, liebe Nerd, jetzt wird die aufgehangen. Ich hoffe, das geht sich hier noch aus. Oh je, jetzt kommen sie. Ja, super, jetzt kann ich weg. Ach, ich hätte es noch durchziehen sollen, Freunde. Jetzt ist sie natürlich weg. Die Nurse mir am Arsch. Na klar, teleportierst du dich wieder hier ewig weit zu mir her. Na, welch Freude. Na, welch Freude. Ja, du bist eine Nurse, du kannst überall durch. Hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, würde ich mal sagen. Da liegen wir auch schon. Aber mal gucken. Nurses lassen ja ganz gerne hier slangen. Und wir mit Unbreakable. Das könnte jetzt sogar wirklich mal ein sinnvolles Perk sein. Die wird runtergeholt. Sehr nice. Jetzt ist die Frage, Unbreakable schon ausgeben? Nö, lieber nicht. Wenn die eh herkommt, dann gehen wir mal. Lass mich mal hier weg. Okay, momentan habe ich echt Glück mit Nurses. Aber soll mir recht sein. Ich weiß nicht, wohin hier. Ach, die ist ja überall. Die ist einfach schon wieder überall. So, in der Hoffnung, dass du mich hier jetzt wirklich fertig heilen kannst, ohne dass sie hier runter teleportiert. Okay. Ja, aber sie... Nurse Calling, dankeschön. Da habe ich den nächsten Hit und dann liege ich wahrscheinlich gleich wieder. Ja, natürlich an derselben Stelle oder fast an derselben Stelle. Ach, Freunde, ey. Ja, der D-Strike, den kannst du gerne haben, wird nur nichts bringen wahrscheinlich. Ja, sie hat mich wieder gesehen. Ja, eine richtig geile Runde. So läuft es dann gegen Nurses, die auch porten können, Freunde. Wenn wirklich, stellt euch mal vor, jeder würde Nurse spielen. Also, dass es jeder dann auch wirklich kann, weil ein bisschen Übung, dann kann man es ja. Da hast du dir zu viel gedacht. Bringt eh nichts. Ne? Das Problem ist, was soll ich machen? Ich habe keinen... Ah, ich will schon nicht mehr reden, ey. Ich habe keinen Deadheart. Ohne Deadheart kannst du es vergessen. Generell habe ich überhaupt keinen Perk hier mit, der mir einen Sprintboost verschaffen würde. Somit bringt halt einfach nichts. Also, bis jetzt klappte es ja schon mal gar nicht, die Nurse zu chucken. Ich hoffe mal, das ändert sich noch im Game. Ach, Freunde, ey. Ist auch das erste Spiel heute. Noch gar nicht eingespielt und da darf man natürlich gleich gegen den Nurse spielen. Na gut, ich höre jetzt auf zu jammern. Ja, jetzt campst du mich, oder? Camp mich, Caro. Weil ich habe dich ja zu Tode gechuckt. Da musst du mich ja auch campen. Könnte eine schnelle Runde werden. Also geht wirklich nicht weg. Hm, schade. Verstehe gerade nicht, warum.
sie das macht, denn was gibt es jetzt für Gründe? Sie wusste ja nicht mal, dass ich eine Insta-Chain habe. Okay, Borrowed Time wurde dafür geopfert. Was habe ich mit der Nurse angestellt, dass sie mich patrouilliert, Freunde? Gut, manche Killer muss man nicht verstehen. Oh, ich hoffe, wenn ich ein bisschen Killer trainiere, dass ich nicht auch so werde, sondern trotzdem versuche, fair zu spielen, so gut wie es möglich ist. Das wäre schon schön. Ich heile mich mal selbst fertig hier. Dann wird sie wahrscheinlich eh gleich kommen. Und weg hier lieber. So, jetzt ein bisschen Concentration für diese liebe Dame hier. Ich komme zur Hilfe! Generatoren werden natürlich überhaupt nicht gemacht jetzt, da sie überall ist. Sie läuft einfach überall herum. Aber ich gebe nicht auf. Runter von dir, runter vom Haken und ab zu einem Generator. Wir müssen an die Arbeit oder vielleicht auch nicht an den Generator. Sie hat mich schon wieder. Dann geht das, liebe Spielchen, ja schon wieder los. Dreh dich nicht um, sehr nice. Hahaha. Oh, und Ruin wurde auch endlich erledigt. Sehr nice. Gut. Dwighty Boy, ich komme zu dir, ich helfe dir ein bisschen. Ran an den... Oh, der hat Anführer mit. Dann läuft das Ganze schneller. Perfekt. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance auf den Sieg hier. Es wird nicht aufgegeben. Jetzt landet die natürlich im Keller. Nö, 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 nö. Gegen den Nurse im Keller ist auch immer so böse. Aber okay. Ja, und da kommen sie halt wieder. Oh, soll ich wieder hier rein? Das hat mir schon zweimal dann das Leben gekostet, aber gut. So, mal sehen, ob vielleicht jemand anders sie schon rettet. Ich werde mich mal in die Richtung bewegen. Mal gucken, ob wir sie retten können. Denn im Keller ist es viel zu feucht und kalt. Da musst du nicht unten hängen. Das bringt doch nichts. Komm runter, Mac. Ich helfe dir hier und raus. Ach. Wie sie halt sofort wieder kommt. Jetzt ist natürlich unser Borrowed Time auch weg. Dann mache ich mich an dem Generator weiter zu schaffen. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht wieder zurückkommt. Nö, sie kommt nicht zurück. Okay. Dann machen wir mal weiter. Ah, Leute. Desiree ist aber... Ist sie entkommen? Oh nein. Oh nein. Sie musste sich heilen, ne? Sonst wäre sie selbst umgefallen. Kacke. Ist die Frage, ob es nicht vielleicht sogar besser gewesen wäre, wenn sie sich umfallen lässt. Denn die Nurse hat sicher Nurse Calling mit. Mit Nurse Calling hat sie sich natürlich gesehen, wenn sie sich fahren lassen hätte. Wer hätte die Nurse vielleicht nicht gewusst, wo sie ist? Denke ich mir gerade so. Ey, ich ziehe jetzt hier den Generator durch. Du kannst schon kommen. Ey, ich ziehe das jetzt durch. Danke und tschüss. Dankeschön. So, hier in der Hoffnung, lässt du mich liegen? Nein, natürlich nicht. Wir sind beim Keller. Du kotzt mich an. Habe ich dir das schon mal gesagt? Egal, ein Generator ist es noch und ich sterbe auch gerne fürs Team. Solange das Team hier zumindest rauskommt. Und die Nurse am allerliebsten gar keinen Pip bekommt. Wir kämpfen, mal gucken. Also vorher, wie ich die eine aus dem Keller gerettet habe, ist die Nurse ja sofort zurückgekommen. Deswegen rechne ich jetzt damit, wenn ich gerettet werde, kommt sie auch sofort zurück. Falls ich gerettet werde.
Okay, jetzt hat er die Möglichkeit. Das könnte uns jetzt den Arsch retten. Ach, sie wurde aber sofort aufgehangen. Verdammt. Ja. War klar, Freunde. Ja. Genau wie wir gesagt haben. Jetzt ist nur noch die einzige Hoffnung, dass mir hier Unbreakable etwas hilft. Oh mein Gott, ey. Und da soll einer sagen, die Killer, die sind so schwach gegen die Survivor. Survivor sind so OP, Freunde. Survivor sind so OP. Ja, das kann schon sein, in der SWF-Gruppe vielleicht. Ne? Aber nicht die Survivor, die alleine spielen. Ja, mit anderen Leuten, ohne SWF, ohne Kommunikation. Wenn man was nerven will, dann sollte man SWF nerven. Ja? Das fände ich in Ordnung, aber nicht immer alle. Ich finde nicht, dass das Spiel noch sehr... Da würde mich grundsätzlich eh eure Meinung auch interessieren. Ich finde nicht, dass das Spiel noch sehr anfängertauglich ist. Für einen Anfänger ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer, alleine zu spielen. Ohne Freunde, ohne SWF. Ich muss hier weg, ey. Ja, jetzt wird der am Haken auch noch sterben. Ich schaffe das noch rechtzeitig oder nicht? Ich weiß es nicht. Ach nee, natürlich schaffe ich es nicht, weil die Nurse campt ihn halt auch wieder. Oh. Manchmal könnte ich es einfach deinstallieren. Und trotzdem, auch wenn ich mich wirklich sehr, sehr viel ärgern muss, hat es trotzdem irgendetwas, dass ich es immer und immer wieder spiele? Eigentlich komisch. Eigentlich komisch. So. Wir heilen uns mal fertig und dann hoffe ich, dass schon irgendwelche Ausgangstore hier geöffnet sind. Denn Desiree hatte lang genug Zeit. Also denke ich mal schon, dass hier schon offen ist. Wäre ja doof. Wäre ja dumm von ihr, wenn sie hier nichts aufgemacht hat. Immerhin hat sie erst mich verfolgt, dann hat sie den anderen noch gecampt. Das ist natürlich die Frage, wo hier die Ausgangstore eigentlich sind. Ne? Bin natürlich wieder komplett falsch, oder? Also ein Ausgangstor war beim Keller. Ja? Das weiß ich noch. Das könnte aber sein, dass nicht offen ist. Denn Desiree war ja auf der anderen Seite. Okay, das ist nicht offen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Probieren es zu öffnen. Dann machen wir mal. Vielleicht klappt es ja. Und jetzt kommt sie natürlich. War klar. War klar. Ja. Jetzt wäre es halt nice zu wissen, wo das andere Ausgangstor ist. Ach Mann, ey. Okay, sie weiß auf jeden Fall schon mal, wo wir sind. Nurse. Und sie hat uns wieder entdeckt. Okay, kein Problem, momentan schaffen wir es. Alter, das ist nicht offen, Freunde. Was macht denn... Okay, das war's. Das war's. Desiree versteckt sich irgendwo. Die wartet sicher irgendwo auf die Luke. Und will mich sterben lassen. What the hell, ey. Wie dumm ist das denn damit? Also, in dem Spiel läuft ja alles falsch. Naja, dann versuchen wir hier noch ein paar Punkte zu bekommen. Zum Öffnen wird's nichts mehr. Danke, liebe Desiree. Du bist ein toller Mate. Bist einer von denen, die man nicht haben will. Aber okay. Okay. Problem ist...
Sie wird uns noch finden. Denn ich ziehe nur durch die ganzen Spuren. Dankeschön. Und auch hier ist nicht offen, nö. Die wartet sicher auf die Luke. Katastrophe, Freunde. Katastrophe. Sehr nice. What the hell, ey. Ich habe ja mit viel gerechnet, aber nicht damit. Ah, manche sind schon sehr enttäuschend. Was deutet sie denn jetzt bitte, hä? Oh mein Gott, ey. Leute, ja, jetzt brauchst du nicht mehr herkommen, ich bin tot. Und die Nurse checkt's nicht. Ich hätte jetzt nämlich liebend gern gezeigt, wo sie ist. Ich habe immer nur gewickelt in die Richtung, wie sie geschaut hat. Schade. Ich hätte jetzt diesen Mate hätte ich jetzt verraten. Ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, Freunde. Na gut. Dann war's das. Mal sehen. Punktemäßig müsste es aber genug sein. Auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, du weißt ja, Daumen nach oben würde mich freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht.